Servus miteinander. In diesem Video sind wir im Bereich der Seefracht und wir schauen uns den Seaway Bill an. Der wird auch als Express BL oder Express Cargo Bill bezeichnet. Das Ganze ist eine Alternative, aber kein Ersatz für ein Konnoissement. Der große Vorteil hier ist, dass keine Originale erforderlich sind. Das heißt, ein Express Bill of Lading kann ich elektronisch am Ladeort in das System eingeben, dann übermitteln und dann einfach am Löschhafen ausdrucken. Das Ganze ist dann auch ein Anweisungspapier für Verfrachter. Das heißt, es enthält die Anweisung des Abladers, die Güter an den Empfänger auszuliefern, was ja sonst das Konnoissement macht. Das übernimmt in diesem Fall dann eben das Express BL. Was es allerdings nicht kann, das Express BL, ist, es kann kein oder es ist kein Warenwertpapier. Es kann also nicht begeben werden und es kann somit auch nicht an Order ausgestellt werden. Wir merken uns also, das Express BL ist eine Alternative, aber kein Ersatz für das Konnoissement. Schauen wir uns das Ganze nochmal in der Übersicht an. Der Seaway Bill oder Express BL wird in der Praxis wirklich sehr häufig eingesetzt, weil er in vielen Fällen vorteilhaft ist. Wir müssen hier sehr positiv eben nicht auf das Original-Konnoissement warten, sondern wir haben eine schnelle elektronische Übermittlung und das Ausdrucken dann eben am Zielhafen. Es gibt auch noch weitere Vorteile, aber damit beschränken wir uns jetzt mal an dieser Stelle. Was aber natürlich nachteilig ist, ist, dass der Express BL kein Warenwertpapier ist. Er kann somit auch oft, wenn die Zahlungsabwicklung durch Banken durchgeführt wird, nicht eingesetzt werden oder nur bedingt eingesetzt werden. Das heißt, es gibt einfach Fälle, in denen die Funktionen des Konnoissements gefordert sind, dann kann ich eben kein Express BL einsetzen. Ansonsten, wenn ich gewisse Funktionen des Konnoissements nicht brauche, dann kann ich eben das Express BL einsetzen und habe dann eben diese Vorteile, dass es sehr schnell zu übermitteln ist.